Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die TP4L-Box von Trailer Park. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. TP4L bzw. Trailer Park for Life von Trailer Park. Werde das Ganze mal aus dem Plastik befreien und dann schauen wir uns die Box im Detail an. So. Also, wir sehen hier oben die dicke Frau, also das Logo von Trailer Park, unten der bekannte Schriftzug Trailer Park und in der Mitte, als wäre das hier so weggerissen, eingerissen, eine rote, ja, Zwischenschleife oder so ein Zwischenriss TP4L mit drei Sternen links, drei Sternen rechts. Und unten haben wir noch einen Aufkleber FSK 16, der uns deswegen hier entgegenkommt, da natürlich auch eine DVD in der Box vorhanden ist. Und nachdem es sich um Trailer Park handelt und die Jungs nicht gerade zimperlich sind, ist die DVD natürlich ab 16. Das war zu erwarten. Die Box ansonsten komplett in schwarz gehalten. Hier zieht sich dieser rote Streifen durch. Oben haben wir Trailer Park, nochmal das Logo inklusive Schriftzug. Hier wieder dieser rote Streifen. Und auf der Rückseite haben wir hier noch die Credits bzw. einen Barcode. Gefällt mir rein vom Design her richtig gut, auch wenn ich das Logo von Trailer Park nach wie vor nicht so feiere. Diese fette Frau da mit den Hängebrüsten ist nicht ganz so mein Fall. Aber ja, haben sich die Jungs irgendwann mal ausgedacht, soll so sein. Aber rein vom Design her, schwarz-weiß-rot, sehr geile Kombination, meine absoluten Lieblingsfarben, schwarz-weiß und rot. Handelt sich hier um eine klassische Klappbox und wir schauen hier mal hinein. Also wir haben hier, die Frage, was das hier ist. Magnet vielleicht, schauen wir gleich mal. Ein T-Shirt, die CD an sich, inklusive der Shit Monk Edition, dazu kommen wir auch noch. Die DVD, der wir eben in 16 zu verdanken haben. Papes, einen Tourflyer, ein Trailer Park Poster und eine Trailer Park Sprühschablone. Box von innen komplett in schwarz. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Das Album nicht eingeschweißt, lediglich die DVD eingeschweißt. Und wir sehen hier die vier werten Herren auf der Couch sitzen. Natürlich darf ein Fliesentisch nicht fehlen, also so ein richtiges, ja, ich sag mal RTL Nachmittags Fernsehen Hartz IV Motiv. Also die vier, ja, Patienten, sage ich jetzt mal, hier auf der Couch. Timmy, Basti, Sadden und Ali Alligator. TP4L, hier so in schöner, bunter Schrift, sieht so ein bisschen nach Kindergeburtstag aus. Allerdings hier die Blutflecken, die Blutspritzer und hier so dieses zerrissene Bild, die zerrissene Fotografie, etwas, ja, unpassend in Kombination mit dieser Schrift. Also sehr kontrastreich oder sehr konträr das Ganze. Dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist, 13 Stück an der Zahl. Wir haben keinerlei Features. Es sind allesamt Tracks von Trailer Park. Der letzte Track, Aragorn, ist ein Vortex Solo Track. War ja auch schon auf Crack Street Boys 3 meines Wissens der letzte Track, Vortex Solo. Ansonsten komplett die vier Herren involviert. Dann kommen wir zum Innenleben. Die CD sieht folgendermaßen aus. Hier klassisch in weiß, TP4L hier in bunt. Und hinten haben wir nochmal dieses zusammengeklebte Gesicht aus allen vier Köpfen. Das ist ja auch das Motiv des T-Shirts. Dann haben wir hier noch im Booklet einen Einleger zur Tour. Das Booklet sehr, ja, sehr minimal ausgefallen.
Das Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier, was steht hier? Bastis Einkaufszettel. Okay. Timmys Einkaufszettel. Könnt ihr euch natürlich hier in Ruhe ansehen. Einfach das Video anhalten kurz. Dann haben wir hier die Tracklist. Sieht aus wie so Kühlschrankmagnete. Also die 13 Tracks hier nochmal aufgelistet. Inklusive der Infos, wer diese Beats produziert hat und wer sonst noch verantwortlich war. Dann haben wir dann hier noch Alligators Einkaufszettel, Suddens Einkaufszettel und hier eben die Infos zur Tour. Sehr dünnes, sehr schlichtes Booklet. Und hier hinten lesen wir dann noch Trailer Park. Sie stellt jetzt natürlich wieder nicht scharf. Hier hinten lesen wir dann noch Trailer Park TP4L. Alles klar. Dann haben wir als quasi Bonus Album Bonus Edition Trailer Park die TP4L Chipmunk Edition. Also hier haben wir die vier Interpreten in diesem Chipmunk Stil gezeichnet. Und es sind die Tracks, also 13 Stück an der Zahl, allerdings eben als ja, Chipmunk oder Chipmunk Edition. Das bedeutet, die Tracks sind einfach sehr viel schneller, so gepitcht, dass die Stimmen so nach Chipmunks klingen. Viel mehr ist es nicht. Beats sind dieselben, aber eben sehr gepitcht und daher die Lieder ungefähr eine Minute kürzer, weil es einfach von der Geschwindigkeit her was anderes ist. Dann haben wir die CD der Chipmunk Edition. Sieht so aus. Und das Ganze wie so oft in einer Papphülle. Dann haben wir die DVD. Ah, ich dachte vorhin, die wäre eingeschweißt. Nein, ist gar nicht eingeschweißt. Habe ich mich getäuscht. Trailer Park Intim Volume 2 lesen wir hier. Also, das ist eine DVD von, was haben wir hier? Circa 60 Minuten Spielzeit. Wir haben hier natürlich Eindrücke von Konzerten, irgendwelche Bühnenmitschnitte, aber natürlich auch sehr viel so aus dem ja, privaten bzw. hinter den Kulissen. Da gibt es sicher die ein oder andere kranke Szene nachzuverfolgen. Kein Booklet, kein Einleger oder irgendwas, wirklich nur die DVD drinnen. Trailer Park Intim Volume 2. So sieht das Ganze aus. Also werde ich mir auf jeden Fall mal im Anschluss dann ansehen. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Bevor ich es vergesse, weil ich es diesmal gar nicht dazu gesagt habe, von diesen 13 Tracks sind meine Favoriten. Track Nummer 3, Sterben kannst du überall, der wurde ja gestern bereits als letzte Videoskopplung veröffentlicht. Und dann noch Track Nummer 11 als gelesen markiert. Also das sind wirklich meine Favoriten. Wobei Sterben kannst du überall für mich der mit Abstand beste Track ist. Also alleine der Refrain ist Ohrwurm sein Vater. Also Alligator hat da wieder ganze Arbeit geleistet. Dann haben wir hier diese Sprühschablone. Ist so aus einfachem Papier oder ja, leichtem Karton, sage ich mal. Etwas gehärtet, leichter Karton. Trailer Park bedeutet irgendwo an die Wand oder wo auch immer ihr das haben möchtet. Und dann entsprechend mit einem Marker bzw. mit einer Spraydose könnt ihr hier Trailer Park an die Wand machen. Sehr schön. Dann haben wir ein Poster. Das sieht folgendermaßen aus, also 1:1 das, was wir auch schon vom Albumcover kennen. Hier die vier Herren mit ihrem tollen Fliesentisch in ihrer Hartz-IV-Bude. TP4L lesen wir hier und oben rechts im Eck steht dann noch Trailer Park. Und die Rückseite ist blank weiß, also einseitig bedruckt, im Querformat das Ganze. Dann haben wir hier keinen Sticker, sondern einfach so ein Infoflyer Trailer Park TP4L Tour. Hier habt ihr die Dates, schaut dort auf jeden Fall vorbei. 2017, also im Dezember und Jänner bzw. Februar ist diese Tour. Und hier auf der Rückseite haben wir dann noch Merchandise von Trailer Park. Hier die Adresse zum Shop. Dann haben wir die Papes. Ziemlich, also glaube ich, neben T-Shirt und Album, glaube ich, einer der häufigsten Inhalte in Deutschrap-Boxen. Also wir haben hier die Tipps zum Rauslösen, also zum Filter bauen und hier natürlich die Papes.
Ihr kennt meine Meinung zu dem Ganzen. Ich bin kein Fan davon, aber es ist einfach ja, Standard oder sehr verbreitet, gerade im Deutschrap und in den Deluxe-Boxen. Trailer Park und hier TP4L. Und dann haben wir diesen ominösen, ich weiß echt nicht, was das sein soll. Also es ist irgendwas Abgeschnittenes. Also ich schätze mal fast, das habe ich jetzt leider in den Ankündigungen verpasst oder in irgendwelchen Interviews, wo sie vielleicht darüber geredet haben. Das dürfte irgendwo rausgeschnitten worden sein. Und es ist ein Bruchstück und ich schätze mal, in jeder Box ist eben ein so ein Bruchstück, die dann zusammen das Ganze ergeben. Ich weiß ja nicht, was das eigentliche Format war oder was das Motiv war. Es ist halt so ein kleines, rechteckiges Bruchstück davon. Ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel damit anfangen. Und dann haben wir hier noch das T-Shirt als letzten Boxteil, Bestandteil. Wir haben hier das Gesicht, bestehend aus allen Vieren. Das dürfte wohl Timmy sein. Das Basti, und jetzt wird es schwer mit Alligator und Sudden. Ich würde sagen, das ist Alligator links und das ist Sudden. Neckprint haben wir keinen. Und das T-Shirt ist ein Gilden Heavy Cotton in der Größe L, made in Haiti. Und das wird wohl eher wohl 100% Baumwolle sein. Okay, schauen wir uns noch einmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier TP4L in roter Schrift und eben diese vier Gesichtsviertel der vier Jungs, Timmy, Basti, Alligator und Sudden. Und unten rechts haben wir dann noch den Trailerpark Schriftzug inklusive der dicken Frau. So sieht das Ganze dann aus. Muss ich ehrlich sagen, ist es nicht ganz mein Geschmack. Also ich werde das T-Shirt eher nicht tragen. Ist aber auf jeden Fall ein Eyecatcher. Man sieht auf jeden Fall hin oder es sticht ins Auge, das T-Shirt. Und es ist auch stimmig. Also es passt auf jeden Fall zu den Jungs von Trailer Park. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Die Papes. Das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Diese Trailer Park Sprühschablone. Das Album an sich, TP4L. Die TP4L Shitmunk Edition. Die DVD Trailer Park Intim Volume 2. Und dieser ja, merkwürdige Schnitt, Bruchteil, Bruchstück eines großen Ganzen, was auch immer das ursprünglich gewesen sein sollte. Keine Ahnung. Das alles in dieser wunderbaren Box TP4L von Trailer Park. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Trailer Park unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.